Ja, hier wird gerade das Frühstück für die Elefanten vorbereitet. Der Peter ist ja mal ursprünglich Koch gewesen. Ja, sieht man sofort. Ja, er hatte sich sofort angeboten, jetzt hier tätig zu werden. Und Frauenkraft ist auch angesagt. Leckerli. Und da werden dann so große Kugeln gemacht und mit die füttern wir es dann. Was ist denn jetzt da drin? Reis, Kürbis, Bananen, Reismehl aus der Schale vom Reis. Dann so ein spezielles Gras. Hier kann man vielleicht noch. Das ist irgendein Spezialfutter. Das ist gut für die Verdauung. Hat aber einer Hunger. Ja. I did this one too. Long time ago I learned cook, ne? Das ist doch nur ein Happen für einen Elefanten. Ja. Kitchen boss. Darling, I wish that you wash your fingers before you touch me after them. This enough? Yeah. Wash your hand, please. Yes. What was that then? It's Wasser heute. Oh. Ja, der Elefant duscht sich gerade. Das ist zu warm für ihn. Aber das ist doch so eine dreckige Brühe gewesen. Ja. Total schmutzig. Ja. Okay, den kannst du ja mal aufhalten, wenn der da rein will. So, ein Elefant ist gerade verschwunden und der will mir gerade zwischen die Beine greifen hinter mir. Mal gucken, wo der hingegangen ist. Da gibt es bestimmt leckeres Grün, ja. Da ist er ja. Ja, hat sie im Schatten gestellt. Wie man auch sehen kann, die haben hier keine Werkzeuge, um die Tiere irgendwie zu was zu zwingen. Man sieht ja immer im Fernseher, das sind so Haken. Nee, ich hab nix. die haben auch keine Wunden am Kopf. Wie schon am Anfang gesagt, das ist das Altersheim. Die werden also von anderen Camps aufgekauft, wenn sie schlecht behandelt worden sind oder wenn sie schon sehr alt sind. Und dann haben sie hier praktisch ihr Gnadenbrot und aktuell sind hier 4 in dem Camp. Water. Das ist also jetzt was ganz Schlimmes, weil die spritzen das hier überall rum. Das ist ja richtiges Dreckswasser. Boah, pfui. Ach, jetzt hat auch einer einen Wasserschlauch gefunden. Im Waterhouse. Jetzt, now. Der wollt ohne einen Schauer. Thank you.
Das wird wohl schnell heißen. Hier im Altenheim gibt es auch einen Swimmingpool. Hier könnt ihr das Camp sehen von den Mahut und den Familien. So, jetzt muss ich aufpassen. Man glaubt es nicht, aber das ist die Älteste hier mit 77 Jahren. Die freut sich da so im Wasser zu stehen. Oh. Da kommt der Nächste. You have a new girlfriend? Yeah. Ja, das war jetzt das Elefantencamp Menam und gleich gehen wir noch nach Naton. Da gucken wir, dass sie auch noch zu fressen kriegen. Der Peter hatte vom Festland ein Jahrhundert Kilo Zuckerrohr kommen lassen und auch Wassermelonen, weil sie da viel, viel günstiger sind. Und wir gucken, dass wir heute noch für die Mahuts hier auch noch Lebensmittel bekommen. Das organisieren wir denn, Tippi und ich. Ja, jetzt sind wir im Camp hinter Naton, da wo die zwei kleinen Elefanten gewesen sind. Vielleicht der eine oder andere kann sich noch an meinen Film dran erinnern. Und ihr seht, Bananen werden gerade ausgeliefert und Zuckerrohr, was der Peter alles auf dem Festland besorgt hat. Und gleich erwarten wir schon die Elefanten. Ja, was dahinter ankommt, das sind einige Lebenstonnen an Gewicht. Der hat da anscheinend schon gerochen, dass da Leckereien auf dem Wagen sind. Dann wollen wir mal gucken. Ja, hier werden wir auch gleich mal nachfragen, ob die noch genügend zu essen haben. Da waren wir ja auch vor gut einer Woche gewesen. In dem anderen Camp werden wir dann heute für 12 Personen was besorgen. Da ist auch der beliebte kleine Elefant. Ich glaube, der war jetzt 4 Jahre alt. Hat aber schon kleine Zähne. Ja, der Peter, der liebt Elefanten. Ja, mit diesen Hinterteilen möchte ich mich von euch verabschieden und vielen Dank für die Spenden. Tschüss. Übrigens, hier werde ich dann nochmal im Laufe des Tages das Spendenkonto von Peter einblenden. Der ist ja für die Dickhäuter zuständig
und ich gebe die Spenden an die Mahuts, also an denjenigen, die hier nach den Elefanten schauen. So, auf Wiedersehen, tschüss.